Hallo aus Bulgarien. Wir haben heute schlechtes Wetter, darum durfte ich mit drei in meine kleine Küche. Wir machen heute Futter für unsere Schweinis. Mache ich jeden Tag großer Topf. Da werden Kartoffeln gleich geschnitten. Ihr braucht die Kartoffeln in die Schäler und auch in die Abwascher, weil Schweinis lieben Dreck. Eine Kartoffel habe ich da, die Triebe, die müsst ihr wegmachen. Die dürfen die Schweinis nicht haben. Die sind giftig. So. Und dann einfach den Kartoffel so in Würfel schneiden. Oder kleine Scheibler. Gut. Also im Topf. Bei uns gab es gestern auch Kartoffeln. Da haben wir die Kartoffelschale, kriegt auch Schweinis. Das hier ist rote Beete aus unserem Garten. Habe ich auch ein bisschen klein geschnitten. War in der, ist vom letzten Jahr, nicht von heuer. Kam aus der Gefriere, einfach auch in kleine Würfel. Und das ist aus unserem Gatter Spinat, Blattspinat. Der ist blanchiert, der ist jetzt nur ein bisschen gefroren. Der ist blanchiert und getrocknet und dann knödel ich den oder ja, druck den so aus, dass es halt so Knödel gibt. Der geht dann in dem Wasser auf. Also, Spinat kriegt es ein bisschen. Rote Beete, Kartoffelschale und Kartoffel. Alles neu in Topf. Ja, unsere, wir haben keine normalen, die meisten von euch wissen es, wir haben keine normale, dicke, fette Schweine, also so, wie heißen die? Hausschweine. Hausschweine haben wir da, wir haben Zwergenschweine. Minischwein. Wir haben Minischweine. Papa, Mama, Amadeus und Sissy und drei Babys, die im August ein Jahr werden. Ui. Ja, da feiern wir Geburtstag. Marilyn, Marlene ist meine persönliche Maus und einen Bub Picasso. Ja, und die kriegen natürlich, auch ein Schwein braucht leckeres Essen. Also, da mache ich jetzt auf jeden Fall noch Wasser drauf. Lass das ungefähr eine halbe Stunde kochen. Nach einer halben Stunde kippe ich noch ein bisschen Reis dazu. Lass das dann nochmal 10 Minuten köcheln. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis dann! Sagt Zwischenschüss. Zwischentschüss! Hallo, zurück aus Bulgarien. Also, wir sind dreiviertel Stunde weiter. Halbe Stunde habe ich das köcheln lassen, dann habe ich den Reis dazu gegeben. Da, das ist, ich glaube, das ist eher Bulgur. Könnt ihr auch neu machen. Bulgur schmeckt die Schweine auch gut. So, das hat jetzt geköchelt. Jetzt habe ich noch eine Paprikaschote gehabt. Die war ein bisschen gummig. Die war ein bisschen gummig. Die habe ich gleich geschnitten. Die kommt noch mit rein. Und ein Salatgurk kommt auch noch mit rein. Jetzt rühren wir das um. Und dann zeige ich euch, was unsere Schweinis ganz gern haben. Da freut sie sich immer. So. Wir haben ja nämlich Walnussbäume und deswegen auch Walnüsse. Und ja, dann machen wir so ein bisschen Walnüsse noch drauf. Und das haben die so gern. Das ist dann so ein bisschen crunchy. Knackelt so ein bisschen dann. Eins noch,
Ein bisschen Öl und zwar, das ist Sonnenblumenöl. Gib ich einen Schwuppdi mit rein. So. Wird auch noch reingerührt. Ist gut für die Haut. Amadeus zum Beispiel, der häutet sich im Moment. Der ist in der Mauser. Nee, das sind die Vögel. Ja, der häutet sich, aber also der hat richtig schuppige Haut. Und wenn man da ins Essen und schwupp die Öl rein macht, ist fein. So, das ist Kochvideo. Ja, Voll das schweinische Kochvideo. das schweinische Kochvideo. Ja, ihr könnt einen Salat mit dazu reingeben. Tomaten mögt sie ganz gerne. Ja, die Paprika und Gurke, die gebe ich einfach am Schluss mit. Nein, die muss jetzt nicht weich gekocht werden. Gurke zum Beispiel, wenn ich Amadeus gebe, spuckt er mir entgegen. Im Esser, da mag es gerne. Salat bissel oder ein Joghurt kann man auch mit rein machen, wobei ich den Joghurt lieber auf ein Brot streich und dann ja, ein bisschen dekoriere mit Walnüsse oder sonst ein Feini. Das ist aber nicht das einzige Essen, was sie kriegen. Die kriegen natürlich mit dazu Trockenfutter und Alfalfa. Ich weiß den Namen schon wieder nicht. Von Luciane. Luzerne, genau. Luzerne senst Hase ab, genauso wie Brennnessel, bleibt einen Tag liegen und dann kriegt es als Zwischenmahlzeit, als Salat. Da kommt eben mit Trockenfutter noch mit dazu. Kürbis kann man mitgeben. Im Grunde nochmal alles, außer bitte keine Zwiebel. Zwiebel ist nicht gut. Und was wir nie machen, Aubergine. Auberginen dürfen sie auch wieder, genau. Und was wir nie machen, unsere Essreste geben. Kriegen weder die Hunde noch die Schweine. Die kriegen nichts Gewürztes. Tut's eure Tiere bitte nichts Schlechtes an und gebt ihnen Menschen Essen. Bitte versalzen Sie ihnen nicht das Leben. Genau, versalzt denen das Leben nicht. Na, macht's euch die Mühe, die danken euch das, sie lieben es. Man kann übrigens auch Nudler statt Reis mit reingeben. Kleiner Tipp, bitte keine Spaghetti, habe ich einmal gemacht. Wenn Spaghetti, brecht sie auseinander oder schneidet die. Ich habe einmal Spaghetti gefüttert, Sissi hat sie gegessen, die waren lang und im gleichen Moment eingeatmet. Jetzt hat sie es im Mund gehabt und dann ging das in die Steckdose rein. Die hat geniest, gehustet, die war kurz vorm Speiber. War nicht schön. Hat sie mir auch übel genommen. Spaghetti klein brechen. Aber Nudeln ist immer toll für Schweinis. Okay, sind wir fertig oder müssen wir sonst noch was? Was wegen Schweinefutter? Ach Also so, nee, müssen wir. die Menge von dem Topf, die nehmen wir für 2 Tage her. Ja. Die wird auf die Hälfte aufgeteilt und dann kommt da noch ein ordentlicher Schuss Wasser wieder mit dazu und dann halt das Trockenfutter, das Granulat. Und dann haben sie alles, was sie brauchen, die kleinen Ferkelchen. Genau. Schönen Abend noch. Tschüss.